Guten Morgen und einen schönen vierten Advent wünsche ich euch. Habt ihr heute gefrühstückt mit eurer Familie? Brötchen, Brot, Toast? Seid ihr vielleicht vergiftet worden? Und zwar möchte ich euch mal einen Artikel aus der Welt zeigen, Rubrik Wissenschaft. Wissenschaft hat was mit Wissen zu tun, das haben die einen oder anderen noch nicht verstanden in Deutschland. Und zwar ist hier eine Universität Bath in England mit einem Studienleiter Neil Brown, der festgestellt hat, dass wir unheimlich viele Pilzgifte, sogenannte Fusarien, im Weizen haben. Das ist für uns Landwirte nichts Neues, aber die Anzahl, also die Heftigkeit, das hat mich dann tatsächlich überrascht. Und zwar sagt er hier, kontaminierte Ernten und Fusariumgifte machen immer mehr Sorge, denn sie bedrohen unsere Gesundheit und wir verstehen ihre Folgen für unser Wohlbefinden nur teilweise. Es ist essentiell, dass wir neben der Produktion sicherer Lebensmittel auch hohe Erträge erhalten. Derzeit würden die Erträge ohnehin schon sinken durch den Klimawandel und durch den Krieg in der Ukraine. Nicht nur deswegen, sondern auch durch die Schwachsinnspolitik, die wir hier seit Jahren durchmachen müssen. Wir sollen in Europa in der Farm-to-Fork-Strategie auf 50% der Pflanzenschutzmittel verzichten. Das ist alles in Ordnung, wenn man das hinbekäme. So, wir bekommen es momentan aber nicht hin. Wir sind dabei, über Züchtung, über bessere Pflanzenschutzmittel sicherlich eine Reduktion hinzubekommen durch Technik. Alles gut, kein Problem. Nur die Folgen jetzt schon, das ist keine Zukunftsspinnerei, ist ja, dass etwa 95% des für den menschlichen Verzehr produzierten Weizens die DON-Werte, also die Messwerte von 750 Milligramm, überschritten haben. Und wir diesen Weizen jetzt glücklicherweise immerhin noch in die Futterproduktion, also in den Futterweizen, die Tiere verfüttern können. Aber teilweise haben wir da Werte von 8000 Milligramm, also eine Überschreitung um das Sechsfache. Diesen Weizen, das sind also 5% gewesen von 2019 bis 10 bis 19, etwa 75 Millionen Tonnen, den wir eigentlich für den menschlichen Verzehr nutzen hätten können, das sind ungefähr 3 Milliarden Euro, die dann einfach weg sind. Und das ist jetzt schon. Die Spinnerei in Zukunft wird ja sein, dass wir noch viel, viel mehr Verluste haben werden, obwohl, und ich weiß nicht, wer es von euch gestern gesehen hat, ein Herz für Kinder, tolle Sendung, herzzerreißende Bilder, da man richtigerweise von 820 Millionen jetzt hungernde Menschen gesprochen hat. Aber das Problem wird ja sein, dass es viel, viel mehr werden. Und wenn wir hier 10% in Europa an Fläche stilllegen sollen, wir auf 25% Bio umstellen sollen, wo wir maximal die Hälfte ernten und man da überhaupt keine Mittel einsetzen kann bei Bio und dann nochmal auf 50% unserer Pflanzenschutzmittel nochmal verzichten sollen, das ist ungefähr so, als ob ihr auf die Medikamente verzichten sollt. Was ist denn, wenn ihr einen Fußpilz habt? Kommt da nichts drauf? Wenn ihr nichts macht, wird es schlimmer und schlimmer und schlimmer. Das passiert hier auch. Und wenn wir uns hier so deindustrialisieren im Sinne der Landwirtschaft, dann müssen wir es anderen Menschen wegnehmen. Und das hat nichts mit Klimaschutz zu tun oder Artenschutz. Im Gegenteil, wenn wir hier Fläche aus der Produktion nehmen, muss sie woanders viel mehr massiv in Produktion genommen werden. Das ist schlecht, wenn die Urwälder abgeholzt werden. Das weiß eigentlich jedes Kind. Politik ist anscheinend so dumm, dass sie das nicht rafft. Und hier sieht man auch mal endlich mal jemand aus der Industrie. Das ist nämlich Herr Steel, kennt ja der eine oder andere. Der spricht hier von der Deindustrialisierung. Deutschland ist am Kipppunkt. Und was er damit meint, erkläre ich euch gleich nochmal separat. Ja, und mit Deindustrialisierung meinen diese Menschen, dass wir als viertgrößte Industrienation der Welt nicht mehr in der Lage sein werden, uns mit genügend und vor allem auch mit bezahlbarer Energie zu versorgen. Ich habe hier mal einen Chart, der ist sehr interessant, vom 16. Dezember. Und da sieht man, wo die ganze Energie herkommt. Das sind die ganzen Energieträger. Von Gas bis Kohle bis Kernkraft, PV, Wind, Offshore, Wassermasse, Biomasse und so weiter. Und zwar waren das 73 MW. Gebraucht haben wir 70. So, aber die Erneuerbaren aus Photovoltaik und Wind haben nur 5,9 produziert. Und jetzt ist halt die Frage, meint irgendeiner da draußen tatsächlich, wenn wir einfach nur mehr davon bauen, dass es dann klappt? Und es ist kein Wind. Jetzt bauen Sie noch zwei daneben und es ist immer noch kein Wind. Wie viel Energie haben Sie dann? Ich halte Windenergie für eine sehr intelligente Technologie. Ich halte auch die Solarenergie für eine sehr intelligente, dezentrale Technologie. Nur wer glaubt, 100% einer Industriegesellschaft Stahl, Kupfer, Aluminium damit zu machen, der muss wirklich völlig bekloppt sein. Wird es bezahlbar? Wird es reichen? Also ich bin ein Freund von Erneuerbaren, deswegen kommt hier das vierte Dach mit PV drauf. Ich bin auch ein Freund von Windkraft, da wo es Sinn macht. Aber wir können doch nicht einfach nur auf diese zwei Pferde setzen, obwohl wir jetzt schon wissen, das ist ganz einfache Physik, dass es nicht reichen wird. Und das muss man nochmal sagen dürfen. Horrido.